Hallo Leute, hier ist euer Banana Brother Elmo. Herzlich willkommen zurück zu Slippery Climb. Entschuldigt, ich war gerade voll in dem Spiel vertieft und hatte voll vergessen aufzunehmen. Ich habe es über diese Treppe geschafft und bin jetzt gerade voll blöd gestorben und habe nur Leben. Und das sieht richtig beschissen aus. Scheiße. Ja. Null Leben macht ja wenig Sinn. Dann zeige ich euch wahrscheinlich doch nochmal alles von vorne. Obwohl ihr den Anfang wahrscheinlich schon kennt. Wenn ihr das letzte Video gesehen habt, das Ende, da habe ich ja schon ein bisschen mich an dieses Level rangewagt. Das ist jetzt ärgerlich. Und warum auch immer das Spiel laggt, keine Ahnung. Ist echt blöd gerade. Der Penner hier, den hauen wir weg. Er soll weiter in seiner komischen Zelle da chillen. Und wir schauen, dass wir es unbeschadet rüber schaffen. Das Leben lasse ich hier außen vor. Wahrscheinlich ist auch ein Kopf von der Tana drin für dieses Bonus-Level. Nur gerade ist es mir egal. Ich hab da keine Lust, da weiterhin unsere Leben zu verschwenden. Und jetzt habe ich auch noch unseren guten Akku verloren. Das ist ärgerlich. Das ist recht ärgerlich zu dem Zeitpunkt. Vier Leben haben wir immer noch. Wir warten, bis die Treppen nochmal ausgefahren werden. Sicherheitshalber. Und das war auch ziemlich knapp. Also wir haben jetzt echt Glück gehabt. So. Na. Jetzt. Gut. Gut, gut, gut. Das Timing war nicht sehr gut. Es war beschissen. Och, nee, oder? Wenn wir so voreilig haben, wird schon wieder. Ach komm, Mann. Zwei Leben. Nee, wir warten. Fahren runter und fahren jetzt hoch. Uns auch Zeit gelassen, sind in Ruhe entspannt rübergesprungen. Nur hier haben wir wieder das Problem mit der langen Treppe. So, jetzt springen wir. Gut, das haben wir geschafft. Hier müssen wir uns echt beeilen. Sonst war es das mit uns. Da oben ist ein Checkpoint. Nice. Gut.
Den Checkpoint schnappen wir uns. Wir haben 2 Leben. Nach wie vor. Wir haben 69 Wumperfrüchte. Und hier. Okay, da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Kommt schon. Oh Mann. Wann ist hier der richtige Zeitpunkt, um abzuspringen? Wahrscheinlich auf einen von den oberen. Okay, gut, dann muss ich schon nach links springen. Gut. Das müssen wir erstmal weiterhin beobachten. Wie springe ich jetzt am besten auf dieses Ding drauf? Muss aufpassen, weil wir haben ja die Akku-Akku-Maske nicht mehr. Sonst springen wir in den sicheren Tod. Nur schaffe ich es gerade nicht, hier den richtigen Moment zu erwischen. Ey, komm schon, mein Gott, ey. Und wieso zur Hölle bleibt das Spiel hier bei mir hängen? Ach, das macht echt keinen Spaß. Komm doch, Mann. Habt ihr es gesehen, Leute? Das irritiert so dermaßen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich traue mich noch nicht ganz zu. Ja, super. Wir müssen unheimlich aufpassen, damit wir da nicht runterrutschen. Auf unseren Freund können wir hier landen. Weil wir tun echt alles umfunktionieren. Ob, egal ob Schildkröte, ob Vogel, ob. Ja, das ist jetzt blöd. Das ist halt richtig blöd gerade. Weil. Wir haben nur Leben. Ja, ganz gut. Frage ist halt echt, wäre es überhaupt noch möglich, es zu schaffen? Ah, ein Leben. Das wäre echt nice gewesen, wenn dieses Leben gleich mit einem Checkpoint gekoppelt wäre. Drei von diesen elenden
Ernsthaft? Die haben... Ernsthaft? Komm schon, Mann. Ja, ich bin gerade blöd gestorben. Ich würde mal sagen, ich pausiere und laufe einfach mal bis da oben hin, damit ihr es nicht nochmal sehen müsst. Also bis gleich. So Leute, ich habe den Weg überwunden bis hierhin. Habe es nochmal rüber geschafft. Musste über so, also über diese drei Gefangenen. Dann musste ich... Dann musste ich über so zwei Vögel springen und dann war ich auch schon hier gewesen. Beim Bonuslevel. Ja. Sieht ja mal richtig mies aus, das Level. Wie stelle ich es jetzt am besten an? Definitiv nicht so. Sah gar nicht mal so schlecht aus. Oder ist auch viel Glück jetzt gerade mit dabei gewesen. So nicht, so nicht. Ich sehe schon, wir bleiben jetzt ausgerechnet am Bonuslevel. Tick zu langsam. Aber nur ein kleines bisschen. Wir haben 4 Leben. Die Leben, die wir hier ergattern können, die wären definitiv sehr, 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 sehr hilfreich. Vorausgesetzt, wir schaffen dieses Bonuslevel. Wieder vergeudet, direkt ins Nichts gesprungen. Ach komm schon, Crash. Crash, Crash, Crash. Mach nicht so. Sondern mach gut. Das ist übelst ärgerlich. Komm schon, Mann, ey. Das ist so ekelhaft mit diesen TNT-Boxen, dass sie in eurem, also auf eurem Weg, wie soll ich es nennen? Flugbahn, genau. TNT-Box genau auf, also in unserer Flugbahn liegt. Also klappt's nicht. So klappt das nicht. Echt perfektes Timing haben, damit man es auch in Ruhe schaffen kann. Nur schaffe ich es beim letzten Hindernis nicht so wirklich. Jetzt hat's geklappt. Ja, geht doch. Alle 19 Kisten und wir haben allein nur in diesem Bonuslevel haben wir gerade 6 ganze Leben gemacht. Das ist heftig. Auch wenn ich jetzt 5 Minuten dafür gebraucht habe, es hat sich
Es hat sich definitiv, hat es sich gelohnt. Nehme diesen, nee, das lieber nicht riskieren, das lasse ich einfach mal. Ich meine, an sich haben wir recht viele Leben und werden sogar noch mal mit 2 belohnt. 4 sogar. Denn da befinden sich ja auch noch mal 2 Stück. Und das Level können wir auch gleich hiermit beenden. Super. Und wir haben 4 Kisten außer Acht gelassen. Und die 4 Kisten wissen wir auch ganz genau, wo die sind. Da hatten wir nämlich zu Beginn hatten wir die Möglichkeit, 2 Kisten mit einem Leben zu bekommen. Jetzt auch gegen Ende hatten wir nochmal die Möglichkeit, 2 Kisten mit einem Leben zu bekommen. Nur war es mir zu riskant gewesen und hab's jetzt einfach übersprungen. Lights out. Kann man eigentlich auf die Kamera drehen? Nicht wirklich. Naja, wir schauen uns mal das Level an. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit werde ich es nicht schaffen, aber ich kann es euch ja so ein bisschen schon mal zeigen. Nein. Nicht so nah. Akku. Ich weiß nicht, schützt er uns auch noch oder dient er gerade nur für eine gewisse Zeit als Lichtquelle? Checkpoint erreicht und nochmal eine neue Lichtquelle. Gerade im beschissensten Moment abgesprungen. Scheint nur als Lichtquelle zu dienen, unser guter Akku. Wir haben ja auch bis jetzt noch keine Gegner gesehen. Schon wieder zuvor eine gehandelt. Ich weiß jetzt nicht, ob die Lichtquelle zeitlich gebunden ist oder zu einem bestimmten Punkt ausgeht, wenn wir einen bestimmten Punkt im Level erreichen. Was sie dann. Ja, wir müssen uns beeilen, sonst sieht es schlecht für uns aus. Auch wenn wir ein ziemlich hohes Risiko haben, zu sterben. Nur bringt uns das sehr wenig, wenn wir auf Nummer sicher gehen und trotzdem sterben. So, erstmal nehme ich mir das Leben. Da haben wir auch Waffen. Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass die Aku-Aku-Maske uns hilft. Verschwindet dafür aber direkt. Und dann rennen wir im Dunkeln herum. Genau, sowas ähnliches hatte ich mir auch schon gedacht. Also einen Haufen Leben bekommen, wir muss schon sagen. Keine Chance. Man erkennt rein gar nichts. Das
zwar haben wir hier kaum Gegner. Nur sind die Gegner hier in dem Level überhaupt gar nicht vonnöten. Tja, wenn die Zeit abläuft und der gute Akku verschwindet, dann sind wir safe tot. Ist sogar schon das Ende von dem Level. Diesmal waren wir definitiv schnell gewesen. Oh Mann. Oh. Oh, da bin ich gerade so blöd gesprungen, das gibt's doch nicht. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, beeil dich. Komm, 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 komm. Beeilung. Ja, das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Saved hat sich überhaupt nicht gelohnt. Es gab eine weitere Maske, die wir mit der Ratte erwischt haben. Scheint so gewesen zu sein. Komm. Verliere ich die ganze Zeit Leben und nur Grund ein paar Konzentrationsfehler. Gut, die Maske zugegeben macht mich auch recht hektisch, da wir gezwungen sind, uns zu beeilen. Jetzt sieht so oder so schlecht aus. Das ganze Level kommt die ganze Zeit kein Gegner und unbedingt am Ende müssen diese verfluchten drei Mäuse da auftauchen. Gerade sehr wenig. An sich haben wir ja genug Leben. Nur was ist jetzt hier die beste Strategie, um hier noch durchzukommen? Einfach durchrennen ist auch nicht das Wahre. Da wir mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit von so einer Klinge erwischt werden. Ich hab's gerade gesagt und ihr habt es gesehen. Komm, hau die verpasst. Ich habe echt keinen Bock, dieses Level nochmal von vorne zu machen. Also ich wäre sehr, sehr dankbar,
wenn wir es irgendwie noch schaffen würden. So viel zum Thema Schaffen. Das war schon die Kante gewesen. Ausgerechnet am Ende hängen. Am Ende von dem kompletten Level, das ist richtig ärgerlich. Wir haben auch schon so viele Leben verbraucht. Das war gerade richtig dumm, dass ich die Maske schon genommen habe. Komm schon. Alter, da hat schon so Glück gehabt. Und trotzdem nicht geschafft. Ich werde es jetzt mal etwas ruhiger angehen. Ich denke, es bringt uns sehr, sehr wenig, wenn wir einfach nur sinnlos rumspringen. Nein! Nein! Jetzt habe ich mit der Rate doch noch die Maske erwischt. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Boah. Heftig knapp. Leute, Leute, endlich, endlich haben wir das Level geschafft. An sich war das Level gar nicht so schwer. Nur das Problem ist halt einfach, ihr werdet nervös, wenn ihr wisst, dass diese Maske in einem gewissen Zeitlimit erlischt. Dann tauchen halt auf einmal die ganzen Fehler auf, indem ihr zu früh springt, zu schnell springt, zu weit nach rechts, zu weit nach links, was weiß ich was. Ihr wisst ja, was ich meine. Bis zum nächsten Mal, euer Bananabruder Elmo. Ciao.